Hey Leute, wenn ihr diesen oder diesen Look sehen wollt, dann bleibt einfach dran und dann sehen wir uns gleich wieder. Hey Leute, heute kommt mal sowas wie ein Get Ready With Me oder ich schminke euch einfach mal einen Look, den ich sehr oft schminke, jetzt im Sommer. Und ja, ich glaube, ich werde es einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch machen. Und wenn ihr da Geräusche hört, das ist mein Ventilator, weil es ist echt so warm hier drin. Ich hoffe, ihr könnt alles richtig gut sehen oder beziehungsweise wenigstens irgendwie sehen. Und ja, ich hoffe, das Licht ist auch einigermaßen gut. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Und zwar fangen wir an mit der Creme. Und zwar ist es die Nivea Soft. Die ich zuerst auf mein Gesicht auftrage. Und dann mische ich die meistens noch mit einer Sonnencreme. In dem Fall ist es jetzt die Suncare. Ja. Irgendwie diese. Und die hat halt so einen Pump, spritzt halt. Und das mische ich dann so zusammen und gebe es dann auf mein Gesicht. Und ich wundere, vorne steht mein Spiegel hier und den brauche ich halt. Sonst sehe ich mich nicht. Weil mein Bruder hat ja mein Stativ kaputt gemacht und das ist irgendwie nicht cool. So, jetzt habe ich schon mal ein bisschen Sonnencreme drauf, weil man rausgeht, ne, mit der Sonne. Jetzt muss ich gucken, wo meine Pinsel sind, die gehe ich kurz suchen. So, okay, die Pinsel, die kriege ich erst morgen wieder, weil die in der Waschmaschine liegen. Also mache ich jetzt einfach weiter mit einem Schwamm und zwar ist das der Evelyn Beauty Blender. Und der muss ich aber kurz erst anfeuchten gehen. So, jetzt ist er ein bisschen größer. Und jetzt nehme ich zwei Foundations. Ich mische die, weil die eine ist mehr deckend und die andere weniger. Und die mehr deckende ist die P2, beziehungsweise das P2 Perfect Face Beauty Balm. Habe ich in der hellsten Farbe und das ist die Farbe 010 Light. Blende ich euch später alles nochmal ein. Und dann das nächste ist das BB Goodbye Make-up, auch in der hellen Farbe. Und die möchte ich dann auf meinem Hand drücken. Also ich mache mehr von dem als von dem anderen. Das zeige ich dir gleich. So, also hier ist es P2 und da ist BB. Und dann gebe ich da halt noch ein bisschen von der My Base rein, von Essence, weil die irgendwie mal leer werden muss. Und sieht sehr orange aus, aber ist halt diese Orangene. Und das sieht dann so aus. Das mische ich jetzt zusammen. So. Und tupfe das auf mein Gesicht. Und auch ein bisschen auf meinen Nacken und dann nehme ich mir kurz. Nein, ich habe kein Haarband hier, egal. Nehme den Schwamm und tupfe das alles rein. Nicht die Ohren vergessen. Es gibt ein sehr natürliches Ergebnis, nicht sehr deckend, aber immerhin ein bisschen und es gibt mir halt wenigstens das Gefühl, was drauf zu haben und nicht so ganz, zum Beispiel so ganz nackt rumzurennen. Und ja. Den Pinsel, den ich dafür normalerweise benutze, ist halt dieser von Evelyn, dieser Puderpinsel, dieser Stinktipppinsel, genau. Aber der ist wie gesagt hinter der Waschmaschine und ich kann ihn euch aber einblenden, falls ich ihn dann noch irgendwann bekommen werde. Irgendwie davor so. Und ja, dann habe ich jetzt das. Als nächstes nehme ich die Averde Camouflage in der Farbe 002 Beige. Und die trage ich mit dem Beauty Blender, also mit dem Beauty Blender Dupe auf. Und gehe dann direkt da rein und gebe es unter meine Augen. Die ist im Sommer eigentlich ein bisschen zu hell für mich, aber wenn man die ordentlich verblendet, geht das eigentlich.
Erst trage ich es halt in der dünnen Seite auf und dann mit der dicken. Um das dann zu verblenden. Und das gleich jetzt bei der anderen Seite. Dann gebe ich davon noch ein bisschen was auf meine Pickel sozusagen. So. Muss ich nur schnell packen. Dann nehme ich jetzt ein beliebiges Wasserspray. Ich nehme jetzt das von Balea, weil es noch ein bisschen riecht. Und das sprühe ich dann erstmal auf mein Gesicht auf. Damit sich das alles so ein bisschen mit der Haut besser verbindet. Und gehe dann noch mit dem Beauty Blender drüber. Und das ist halt wie gesagt dieses von Balea aus dieser momentanen LE. Und halt mit dieser Brasil Mango. Ich habe auch noch eins, das nur Wasser drin ist aus dem letzten Jahr mit diesem Mint, aber das benutze ich gar nicht mehr irgendwie. Jetzt gebe ich erstmal Lippenpflege auf meine Lippen natürlich. Und dann nehme ich jetzt einfach ein von Labello, weil mein Carmex irgendwie immer noch nicht da ist. Und dann als nächstes nehme ich mir so einen großen Kabuki-Pinsel. Der ist jetzt von Look for Beeper oder so, den habe ich mal aus einem Beeper halt. Und dazu dieses Manhattan 2-in-1 Make-up and Powder, irgendwie sowas. Farbe 79 Sun Beige. Das ist glaube ich immer noch ein bisschen zu dunkel für mich, aber es geht eigentlich. Und das, dann gehe ich dann da so rein, klopfe das kurz ab und gebe mein Gesicht. Besonders halt auch auf die Augenpartie wegen dem Concealer. Und sieht ja auch gar nicht mehr so dunkel aus. Und ich verblende das Puder dann auch hier hinten über die Ohren und über den Hals. Dann nehme ich mir nochmal dieses Balea Spray und gehe damit nochmal übers Gesicht drüber. Damit das Puder jetzt mit dem Dings verbindet und gehe dann noch mit dem Beauty Blender darüber. Das heißt, es ist kurz trocken und man sieht, das ist immer noch sehr matt, aber trotzdem so leicht glänzend. Und als nächstes mache ich dann einfach mit dem Gesicht weiter. Und zwar nehme ich jetzt diesen Essence Bronzer, der aus dem Sortiment gegangen ist. In der Farbe 02 Love to be Matte. Und dazu den Pinsel aus der Essence LE, die hieß irgendwas mit Wild. Ich bin mir nicht mehr sicher, tut mir leid. Auf jeden Fall dieser mit den zwei Seiten. Und gehen halt da rein. Klopf das ab und trage es dann im Bereich von der Kontur und auf den Wangen auf als Blush-Ersatz. Und fasst ihr noch sehr weit hinten an den Pinsel. Gehen sozusagen einmal ums gesamte Gesicht rum und dann hier unten.
Und an der Seite von der Nase mache ich den Rest. Damit die auch noch so leicht konturiert ist. So. Dann nehme ich nochmal den großen Kabuki und verblende damit alles. So, als nächstes. Entweder mache ich mir noch ein bisschen Blush drauf, aber was ich dann heute irgendwie lasse. Und dann nehme ich nochmal diesen Pinsel. Und dann aus der P2 Sunset Boulevard LE, glaube ich, dieses Teil. Und das nehme ich halt als nur als Highlighter und gehe dann durch alle Farben einmal so durch. Klopfe das ab und gebe das hier so drauf. Und auch auf den Nase drücken und ein bisschen auf die Stirn. Und hier über die Lippe auf dem Cupid's Bow, wie man auf Englisch so gut sagt. Das war das Gesicht erstmal. Dann nehme ich jetzt, es kommt immer drauf an, wie ich drauf bin. Jetzt habe ich diese drei Colossal Mascaras. Und hier ist noch das Schild drauf, was ich aber eigentlich mal abmache. Dann mache ich das jetzt kurz. Oh. So. Auf jeden Fall diese drei. Auf jeden Fall ist einmal die normale, die wasserfeste und die blaue. Und dann fange ich jetzt erst an mit der normalen. Aber meistens. Nein, halt, stopp. Halt, stopp. Für die Augen. Wir nehmen jetzt erstmal die Augen. Nämlich hier erstmal die Essence Color Arts LE. Nicht LE, sondern diese Reihe. Dieses Augenprimer Vieh. Nehmen wir davon wirklich nur so ein bisschen. Und dann gibt es auf die beiden Augen. Und auch in den Innenwinkel. Dann lasse ich das kurz ein bisschen antrocknen. Und dann sage ich euch schon mal, was ich als nächstes mache. Und zwar das Color Tattoo von Maybelline in der Farbe 35 Ornament Bronze. Das ist halt diese Farbe. Und die nehme ich dann mit meinem Ringfinger. Gehe da so rein und dann verteile ich das auf meinem. Muss ich mein Spiegel ein bisschen mehr rannehmen. Auf meinem Lid. Und verblende das dann nach oben. Das mache ich genauso mit der anderen Seite. So. Dann nehme ich von Ebelin diesen Pinsel. Da steht Evelyn. Muss den kurz ein bisschen sauber machen. Und nehme meistens eine goldene Farbe oder ich bleibe einfach bei diesem. Meistens lasse ich es einfach so, mache dann gleich Mascara, aber manchmal nehme ich mir dann einfach auch eine goldene Farbe oder irgendeine schimmernde Farbe. Ich glaube, jetzt nehme ich einfach diese. Diese Essence Sun Club aus der Nummer 01 Taos Beach. Und dann nehme ich jetzt einfach mal diese goldene Farbe hier oben. Nehme die auf den Pinsel und trage die im Innenwinkel einmal auf und gebe die dann so ein bisschen auf das Lid mit drauf. Jetzt aber zu den Mascaras. Und zwar nehme ich jetzt als erstes diese von Maybelline und gebe die auf meine Wimpern natürlich. Und davon mache ich dann mehrere Coats.
So, in der Zeit, wo jetzt diese erste Schicht Mascara trocknet, nehme ich den von diesem, ich weiß nicht, Lip Liner von Revival Loop, dieser Automatic Lip Liner, in so einer Nude-Farbe und trockne dann meine Wasserlinie auf. Und auch unter meiner Wasserlinie hier an den Wimpernkranz, weil ich es nicht mag, irgendwie wenn unten die Wimpern so doll betont sind. Und ja, kippe das halt da so rauf. Und dann trage ich jetzt die zweite Schicht Mascara auf. So, die zweite Schicht Mascara wäre dann jetzt fertig. Ich glaube, man sieht schon einen Unterschied. Dann werde ich jetzt gleich, wenn die getrocknet ist, noch die Wasserfeste drüber geben. Da sieht man aber irgendwie keinen Unterschied, außer dass es ein bisschen schwärzer ist, aber das mache ich dann gleich. Und dann kann man es halt mit zwei Varianten machen. Entweder nimmt man jetzt halt noch die blaue, macht es unten drauf, was ich euch gleich zeigen werde, oder man lässt es einfach so. Meistens trage ich es dann so, je nachdem, ob es zum Outfit passt oder nicht. Und das werde ich euch am Schluss dann noch zeigen, aber erstmal werden wir jetzt die Wasserfeste Mascara drüber packen. Und wir bisschen halt auch von oben auf, damit das von beiden Seiten sozusagen versiegelt ist. So, das habe ich mich angemalt. So, jetzt kann man das entweder so lassen, aber ich mache halt noch. Nachher zeige ich euch die Variante mit dem blauen, mit der blauen Mascara. Aber jetzt machen wir zuerst die Lippen. Muss ich kurz kramen. Meine Lieblingskombination sind ja diese drei Lippenstifte. Aber erst muss ich mir kurz aus dem Stativ angeblich das Dings nehmen und den überschüssigen Lippenpflegedings jetzt abmachen. Jetzt nehme ich zuerst dieses von Catrice, diesen Lipstain, der jetzt momentan im Sale ist. Und trage ihn auf meine Lippen auf. Hier sieht man auf meinen Lippen nicht so gut, weil ich eigentlich relativ rote Lippen habe, aber ich finde ihn trotzdem sehr schön. Dann nehme ich von Catrice dieses Gel-Dings und trage das da drüber auf. Und weil mir das jetzt meistens zu dunkel ist, obwohl ich das so auch schön finde zum Weggehen, nehme ich jetzt noch von Manhattan diesen aus, diese eine, ich weiß nicht wie die heißt. Das steht nicht drauf. Auf jeden Fall ist das so eine LE gewesen, wo halt, da war glaube ich noch ein dunklerer Lippenstift dabei. Das muss doch hier auch irgendwo drauf stehen. Auf jeden Fall ist es ein Glossy Lipstick und das ist die Farbe 03 Like Me. Und das ist halt so eine Neonfarbe, das ist mir schon einmal halb geschmolzen. Und den trage ich jetzt halt darüber auf. So finde ich es eigentlich ganz okay. Man kann es natürlich auch ein bisschen noch abschwächen, indem man das halt auf so ein Papiertuch abmacht und ein bisschen matteres Finish hat. Und so würde ich dann jetzt auch rausgehen, natürlich mit anderen Haaren. Und meine Augenbrauen mache ich im Sommer eigentlich nicht, weil ich es überflüssig finde, wenn ich baden gehe oder sowas. Ja, aber jetzt würde ich euch noch die blaue Mascara auftragen und euch das dann zeigen. Ich habe jetzt die farbige Mascara aufgetragen und ich finde den Look auch sehr, sehr schön mit einem anderen Lippenstift. Ich kann den ja mal kurz abmachen. Komplett gehe natürlich nicht, aber trotzdem finde ich das mit einer normalen Lippenfarbe oder halt mit einer Nude-Farbe sehr schön. Ich muss nur einen suchen. Der von P2 könnte klappen. Das ist der, die 102
Kärntner Straße. Und es ist halt so ein Rosenholz. Mit dem vielleicht zum Beispiel schön, oder wenn man halt, ich habe noch einen von Catrice irgendwo. Und zwar so einer. Das ist die Farbe. Nein, das ist er nicht. Nein, er ist weg. Auf jeden Fall ist es einer von Catrice. Das ist, glaube ich, In the Nude oder Nuder is Better. Irgendwie sowas. Und mit so einem finde ich das auch voll schön. Und ja, das ist auf jeden Fall mein Sommerlook. Den trage ich fast jeden Tag. Also entweder mit oder ohne blaue Mascara. Aber die ist auch sehr farbintensiv. Und ja, Augenbrauen würde ich mal normalerweise machen, wenn man weggeht oder sowas. Aber sonst jetzt nicht. Und natürlich mit offenen Haaren. Aber ich müsste meine dazu erstmal ordentlich waschen oder sowas. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn das schlechtes Licht ist. Ich hoffe, das ging jetzt so mit dem Licht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich brauche diese Pinsel. In so einer Nude-Farbe. Ja. Nein. Ja.